Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paterapolt, Beziehungscoach, Muskelbloge und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem neuen Setup hier, ey. Alter Falter, ey, das ist echt. Also, habe jetzt schon mal ein bisschen ausgetauscht hier das Equipment. Könnt mir gerne mal wieder Feedback geben, wie es so passt. Und ist auch der ganze Computer, alles ist neu und macht komische Sachen, weiß ich auch nicht. Naja gut, ich wollte heute mal über ein schwieriges Thema reden. Erstmal hallo an all die neuen Abonnenten, Abonnentinnen, das ist ja auch nicht was dazugekommen. Wenn ihr mehr mich wissen wollt, meine Arbeit findet ihr halt auf liebeschip.de oder auch in der Liebeschip-App. Aber heute gibt es mal, eigentlich lese ich ja meist E-Mails vor, aber heute gibt es mal ein anderes Thema, nämlich so die Frage, sind so manche Beziehungen eigentlich grundsätzlich oder Formen, sind die toxischer als andere? Hintergrund ist, dass ich Fragen bekommen habe, einmal so bezüglich zu, ja, diesem Trend so zu monogamen oder nicht monogamen Beziehungen oder ethischer Non-Monogamie, was man jetzt viel liest. Und dann habe ich auch noch einen ganz interessanten, ist jetzt, hat es nicht direkt damit zu tun, aber noch ganz interessant, einen anderen Artikel gelesen von dieser 4B-Bewegung, die in USA und Südkorea ist. Das ist so eine, ja, antipatriarchalische Bewegung. 4B heißt, dass Frauen sagen, das sind halt so südkoreanische Wörter, nehme ich mal an. Bihon, nein zur heterosexuellen Nähe. Bichulsan, nein zum Kinderkriegen. Bijeone, nein zum Dating mit Männern. Bisexseo, nein zum Sex mit Männern. Ja. Grundsätzlich natürlich sagen, man kann natürlich tausend Gründe haben, warum man sich politisch engagiert oder das Patriarchat bemängeln. Das muss in Südkorea auch echt schlimm sein. Man kann auch Angst haben vor diesem Rechtsruck in den USA. Man kann dagegen demonstrieren. Das ist alles nicht mein Thema hier, alles wunderbar, kann man alles machen. Aber eins kann ich euch sagen, es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es zum Beispiel queere Beziehungen oder Beziehungen zwischen Frauen, dass die weniger toxisch sind als heterosexuelle Beziehungen oder als Beziehungen zwischen Männern. Also da gibt es, das hat damit eigentlich nicht viel zu tun, weil dieses Toxische, das kommt vor allen Dingen von mangelnden Grenzen in Beziehungen und es kommt auch von nicht passenden Bindungsmustern, dass zum Beispiel so ein krasser Verlustangstpol mit einem krassen Bindungsangstpol zusammengeht. Das kommt von Traumabonding, also dass man vielleicht in der Kindheit schon sehr viel frustrierende Erfahrungen gemacht hat mit, dass die Beziehung zu den Eltern oder Bezugspersonen, dass sie schon in irgendeiner Weise traumatisch war und dass man das immer wieder wiederholt. So. Auch die gesellschaftlichen Aspekte sind, glaube ich, auf alle Beziehungen, also nicht exakt gleich, aber ja, also die negativen Effekte Online-Dating, ich denke, es betrifft alle gleich. Aber aus meiner Praxis kann ich sagen, also ich habe höchst toxische schwule Beziehungen erlebt, höchst toxische lesbische Beziehungen erlebt, höchst toxische offene Beziehungen, höchst toxische monogame Beziehungen. Also das liegt jetzt nicht an der Form, sag ich mal. Und top auch noch neue Asthma-Medikamente, die einfach der Hammer sind. Ey, das ist mit tausend Nebenwirkungen. Ey, Mann, oh mein Teil. Ja, also falls ich ein bisschen mehr huste. Das ist alles nicht der Fall. So, ich würde sogar, also was ich sogar mitkriege, so in Großstädten, ja, ist manchmal so, habe ich so das Gefühl, ist so eine queeren Szene vielleicht sogar noch mehr irgendwie das, was weiß ich, dass man sich in Kontexten trifft, wo es auch viele Drogen gibt oder so. Das macht woanders aber auch wieder ganz anders sein. Also grundsätzlich wäre ich bei solchen Statements halt vorsichtig, weil unter Umständen dann Leute denken, ja, wenn ich jetzt keine heterosexuellen weißen Männer mehr date, sondern weiß ich nicht, linksgrüne queere Männer, dann wird's nicht toxisch, nee, das oder irgendwie schwierig. Das ist alles nicht der Fall, ne? So funktioniert unser Anziehungssystem nicht. Also wenn wir so eine Anziehung haben, was ich ja immer so falsch programmierten Liebeschip nenne, wenn wir so eine falsche Anziehung haben, nach immer den Leuten, die uns nicht gut tun die unser Dramasucht befrieden oder die unsere Dopaminsucht befriedigen, dann werden wir es überall finden. Also egal, welches Geschlecht wir daten,
Natürlich kann man jetzt so einen Fall aufmachen, wie gesagt, ich will mich jetzt politisch oder so, interessiert mich alles nicht, kann man einen Fall aufmachen, dass Männer sicherlich mehr auf dem Kerbholz haben, was so bestimmte Sachen angeht. Aber sag ich mal, jetzt, wenn man jetzt rein mal Beziehungsdynamik nimmt und guckt, wie gesund, wie ungesund sind die, werdet ihr überall alles finden, so. Trotzdem haben wir manchmal bei Liebeschips, dass wir ja so sagen, für die Leute, die sowieso schon ganz viele schlechte Bindungserfahrungen gemacht haben, dass man, sag ich mal, bestimmte Bindungsformen ein bisschen bevorzugt hier, also mit queer oder, also für mich, sind super viele Lesben und Homosexuelle in meinem Programm, also das spielt, hat damit jetzt überhaupt nichts zu tun, das ist überall das Gleiche, was ich hier empfehle, so. Klar, es gibt jetzt, beim Dating gibt es noch manchmal Unterschiede, aber gehen wir jetzt heute mal nicht drauf ein, ist auch alles in meinen Datingkursen mit drin, auch diese Fälle, aber das ist alles das Gleiche, aber ansonsten, was so Beziehungsformen angeht, halte ich mich hier auch an das, was auch in Sex, Love, Addicts, Anonymous häufig gesagt wird, dass die gute alte, zumindest zeitweise monogame Beziehung oder auch monogames Dating oder was, also nicht irgendwie 10 Leute daten, gewisse Vorteile bringt, aber jetzt nicht aus ethischen Gründen oder aus gesellschaftlichen Gründen oder ob das jetzt altmodisch oder modern ist, sondern einzig und allein, dass unser Bindungssystem häufig nicht so überfordert wird. So, ne? Also wenn wir sowieso so eine Sache haben mit, ist der andere verfügbar, ist der andere für mich da, kann mich auf den anderen verlassen, da holt man sich einfach durch unklare Beziehungsformen, holt man sich einfach ja, super viel neue Themen rein, weil es gibt 1000 neue Gründe, eifersüchtig zu sein. Es gibt auch in, ist zumindest meine Beobachtung, also wenn ihr was anderes feststellt, sag's mir gerne, es gibt auch in offenen Beziehungen, habe ich so das Gefühl, teilweise große Machtungleichgewichte. Ich habe so das Gefühl, dass in vielen so offenen oder, sagen wir das nächste Problem, dass die Kamera nicht immer scharf stellt, aber wir kriegen alles in den Griff, dass gerade in so offenen Beziehungssystemen, ja, also einer mehr profitiert von der Öffnung als der andere, ist so mein Gefühl. Also wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne rein. Ich nehme es häufig so wahr, dass ein Partner die ganzen Vorteile hat und den anderen quasi ja so mitzieht oder reinquatscht in dieses offene Konzept, obwohl er es eigentlich gar nicht so richtig will, und dann hängt er da drin und fühlt sich irgendwie uncool, wenn er sagt, ey, mir gefällt das eigentlich gar nicht, oder fühlt sich irgendwie, hat das Gefühl, boah, ich bin jetzt so altmodisch, dass mir das nicht gefällt, so. Und einer zieht halt alle Vorteile raus, und das kann extrem toxisch werden, ne? Also zumindest muss ich jetzt nicht unbedingt toxisch im Sinne von Liebessucht, aber eine extrem co-abhängige Beziehung werden, wo wirklich, ja, einer nur dem anderen zu Diensten ist, quasi, und der andere macht alles mit. Also grundsätzlich sage ich immer so, bei solchen, das ist ja auch Thema in vielen E-Mails, bei solchen Fragestellungen sage ich immer, lieber ein bisschen vorsichtig sein, und manchmal ist es wirklich besser, nicht immer so alles mitnehmen, alles gleichzeitig und alles hintereinander weg, und sondern wirklich auf eine Person konzentrieren, die wirklich kennenzulernen, sich Zeit zu nehmen, weil ich glaube, das ist wirklich, wenn ihr so dieses moderne, hochgetaktete Online-Dating macht, ne, wo ihr wirklich jede Woche jemand anders datet, wie soll man da die richtige Person finden? Also lässt sich ja gar nicht drauf ein. Du kannst dich gar nicht drauf fokussieren. Du bist sehr dopamingesteuert. Es geht also nur um diese Abwechslung, Spaß, Bestätigung. Kann man alles machen, nur man ergibt sich da in so einen Kreislauf, der irgendwie immer, ja, immer tiefer geht, dass einem immer, wo man immer höhere Reizdichten braucht und wo es immer schwieriger fällt, dann irgendwann, was man vielleicht doch mal will, in etwas ruhigere oder verlässlichere Beziehungen zu kommen. Also deswegen überlegt euch immer, wie groß ist der Bissen, den ihr wirklich schlucken könnt, wenn ihr so euch an neue Beziehungsmodelle rantraut. Also wer wirklich gut aufgestellt ist, also wer wirklich sichere Grenzen hat, ich rede ja auch immer gerne hier von Standards und Dealbreaker, wie gesagt, alles in meinem Kurssystem auf liebeschip.de. Ich kann auch alle neuen nur sehr empfehlen, mein Newsletter zu abonnieren. Da kommt auch noch ganz viel, gerade in der nächsten Zeit.
Also wenn man wirklich gut aufgestellt ist und man kann sich da hinarbeiten, ich habe da gar keine Frage, man kann sich da hinarbeiten, dass man gut aufgestellt ist, ne? Also auch wenn man toxische Beziehungen geführt hat, auch wenn man gewaltig unter die Räder gekommen ist. Wie gesagt, meine Arbeit ist ja immer nicht mehr benutzt zu werden, aber auch nicht benutzen, weil viele sehen auch ihren Täteranteil gar nicht. Deswegen haben wir auch viele Kurse so in Richtung Täteranteil bearbeiten. Wenn man das wirklich gut aufgearbeitet hat, natürlich kann man sich dann auch mal, wenn man das unbedingt will, sich an andere Modelle ranwagen, ne? Und vielleicht hat man auch seine Freude daran, ne? Will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich gebe euch zwei Sachen zu bedenken. Einmal habt auch eure Täterseite im Griff, dass ihr nicht, dass ihr irgendwas macht, wo jemand anders plötzlich leidet und in der gleichen Rolle ist, in der ihr vorher wart, oder sagen wir mal drei Tipps. Dann zweiter Tipp, seid wirklich maximal ehrlich. So, und das ist wirklich das Wichtigste, was man braucht, gerade wenn man neue Sachen macht, ne? Seid maximal ehrlich. Und dritter Punkt, pass auf, dass ihr nicht doch wieder zurückrutscht, vielleicht in, in Beziehungskonstellationen oder Situationen, wo ihr denkt, ihr habt die überwunden, ne? Weil, also mit meiner Arbeit kann man sich wirklich ganz schön aus dem Sumpf ziehen. Aber trotzdem, es bleibt, glaube ich, eine Anfälligkeit. Also ich glaube, wenn man so denkt, mir kann jetzt nie wieder irgendwas Blödes, Toxisches passieren, dann ist man komplett schief gewickelt, ne? Also da nimmt man den Mund echt zu voll. Deswegen, wenn ihr neue Sachen ausprobieren wollt oder das Gefühl habt, euer Leben ist zu langweilig, ihr müsst das wieder so ein bisschen antoxen, ja, macht das, aber wirklich bewusst kontrolliert und gebt euch immer wieder Zeitpunkte, wo ihr wirklich checkt, rutsche ich nicht schon wieder in irgendeinen Mist rein, weil wir sind... Unsere liebessüchtige innere Stimme, sage ich mal, ist so geschickt daran, einem immer wieder irgendwas vorzureden, dass irgendwas gut ist, was überhaupt nicht gut ist. Aber ansonsten, lasst euch nicht zuquatschen von all den modernen Sachen. Überlegt immer wieder, was möchte ich? Was braucht meine Seele gerade? Lasst euch nicht reinquatschen in irgendwelche Kriege zwischen den Gendern oder den Geschlechtern oder alle Männer sind böse, alle Frauen sind böse. Alle Heteros sind böse, ich weiß nicht was, lasst euch da nicht reinquatschen, wirklich bleibt in eurer Blase, versucht die so sauber wie möglich zu machen und arbeitet einfach daran, niemanden zu benutzen und nicht so benutzt zu werden und dann leistet ihr einen unglaublichen Beitrag für diese Gesellschaft. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben.